Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, eurem Teufelskanal des EC Bad Nauheims mit dem DL2-Meisterschaftsspiel Rote Teufel gegen den ESV Kaufbeuren am Freitag, den 23. Januar 2014. Das Warm-up zu diesem Spiel ist Tabelle 11. mit 2 Punkten Rückstand auf den 10. Platz gegen den Tabellenletzten, der keine Aussicht mehr hat auf die Pre-Playoffs, geschweige denn auf die Playoffs. Er kehrte erstmalig wieder zurück, Daniel Opolzer. Er war ja vor rund 2 Wochen aus Bad Nauheim zurück zu seinem Stammverein gewechselt. Die Gründe lagen ausschließlich auf der sportlichen Seite. Er sagte, dort hat er die Perspektive, mehr Verantwortung zu übernehmen, und das Angebot wollte er somit gerne wahrnehmen. Die Mannschaftsvorstellung im Kölner Stadion, gut 2200 Fans waren gekommen, um dieses Spiel an diesem Freitagabend zu sehen. Und er wurde dann offiziell auch verabschiedet, der Daniel Opolzer. Das war beim seinem letzten Spiel noch im Rest des Jahres nicht mehr möglich. Das wurde jetzt nachgeholt. Er bekam ein T-Shirt von der Mannschaft unterschrieben, ein Trikot, und die Gesellschafter des EC Bad Nauheim, sie bedanken sich bei ihm für 2,5 tolle Jahre. Er sagt, er scheidet hier im Guten und er freut sich natürlich immer wieder nach Bad Nauheim zurückzukehren. Und die Fangemeinde und auch der EC, sie freuen sich ebenso, ihn dann wieder zu sehen. Heute Abend er also erstmalig als Gegner. Und dann ab in dieses Spiel. Natürlich waren alle davon ausgegangen, das sind hier 3 Pflichtpunkte. Und dementsprechend ging der EC auch zu Werke, wollte gleich alles klar machen. Aber Kaufbeuren mit gerade mal 14 Feldspielern und einem Tor da angereist. Sie zeigten in der 2. Minute durch Hadracek, dass sie durchaus hier auch gerne etwas mitnehmen wollten. Der Trainer Rauhan sagte ja, wir nehmen jedes Spiel hier als Vorbereitung auf die Playdowns, und dementsprechend gehen sie zu Werk. Aber in den ersten Minuten, sie gehörten den Roten Teufel. Dusan Frosch hier testet Häkkinen, der sein Debüt gab im Tor der Allgäuer. Und dann die 7. Minute. Dieses Ding hier vom Neuzugang. Ein Kanadier, Nackstedt, macht das Tor. Etwas überraschend. 0:1, der eigentlich erste richtige Torschuss. Und plötzlich waren die Roten Teufel nervös. Da ging nicht viel zusammen. Viele Fehlpässe. Das ermöglicht den Kaufbeuren einige Gelegenheiten, hier die Scheibe kurz versprungen. Das war eine Riesenchance gleich auf das 2. Tor. Und wer weiß, wie das Match gelaufen wäre, wenn Tim May hier getroffen hätte in der 8. Minute im Slot stehend. Ein dickes, dickes Ding für Tim May, aber Häkkinen zur Stelle, mittlerweile 37 Jahre alt, der finnische Torhüter zwischen den Pfosten der Kaufbeuren. Und dann wieder so eine Szene hinten, Scheibe wieder verloren. Danjan Gurica sieht er nicht glücklich aus, bleibt liegen aus Spitzenwinkel, macht Menge den Ausgleich ist gut, er ist 0:2. In der 17. Minute, da rieben sich die Fans auch schon ein bisschen die Augen, 2 Chancen, 2 Tore, 0:2 nach 20 Spielminuten. Und jetzt waren die Roten Teufel also gefragt, was würde die Antwort sein? Zunächst eine Strafe gegen Daniel Opolzer. Es saß bereits ein Spieler bei Kaufbeuren auf der Strafung noch aus dem ersten Drittel. Also jetzt 5 gegen 3 Powerplay für den EC Bad Nauheim. Viel Platz da, die üblichen Verdächtigen auf dem Feld. Und da ist das Tor. Anschlusstreffer, 21. Minute, Max Campbell bei diesem 5 gegen 3 Powerplay. Endlich, möchte man meinen. Und noch weiterhin in diesem Überzahlspiel mit Becker an die Latte. Also jetzt schien es auch so langsam zu laufen beim EC Bad Nauheim. Aber auch Kaufbeuren hatte seine Möglichkeiten. Es wog nun hin und her. Nackstedt hier mit diesem Schuss um den Pfosten herum. Da wurde es gefährlich auf der Gegenseite. Häkkinen auch im Fokus. Also beide Goalies jetzt hier so richtig gut mit Arbeit bedient. Und dann eine weitere Strafzeit. Messing draußen, 25. Minute bei Kaufbeuren, hat diesen Foul mit BK. Wieder Powerplay für den EC Bad Nauheim. Ein Schuss von Drew Paris. Rebound, Häkkinen kann ich festhalten. Und Dusan Frosch schaltet am schnellsten der Ausgleich. 27. Spielminute. Also zweimal war das Powerplay ausschlaggebend. Und jetzt konnte auch Geschäftsführer Andreas Ottern ein bisschen zufriedener reinblicken. Denn es lief nun für sein Team. Eine Minute später, denn Ringwald im Fallen drückt er das Hartgummi über die Linie. 3:2. Der Kanadier mit einem starken Spiel unter dem Strich hier nochmal zu sehen, wie er das Hartgummi hier über die Linie drückt. Also zur Führung, zur erstmaligen. Denn Ringwald, ein Lichtblick an diesem Abend. Aber überhaupt diese Minuten, das waren die stärksten im Spiel vom EC Bad Nauheim, die weiter nachlegen wollten. Natürlich den 4. Treffer markieren wollten, um hier ein deutliches Zeichen zu setzen. Und Tim May machte es in der 38. Minute. Ist er zur Stelle, der Mittelstürmer, der in der 2. Reihe ja seit einigen Partien sehr gut harmoniert. Aber
Ralf Borgen wollte sich hier nicht so einfach geschlagen geben. Hier konnte man sich über zwei Minuten den Kreidel unterhalten. Stattdessen ein Konter und das Tor. Jonas Lautenbacher, der Youngster im Dress der Allgäuer, macht den erneuten Anschluss nur eine Minute später. Und jetzt wollten sie mehr und da laufen sie in einen Konter vom EC rein. Kurz vor der zweiten Pause auf Matt Becker und der in den Winkel stellt den alten 2-Tore-Abstand wieder her. 5:3 nach dieser Vorlage von Dusan Frosch. Das sah doch jetzt unter dem Strich nach 14 Spielminuten eigentlich ganz ansehnlich aus. Mit einem 5:3 konnte man in die Kabine gehen. Und im letzten Drittel, wenn man den sechsten Treffer machen würde, dann wäre das wohl die Vorentscheidung gegen diesen Minikader der Bayern. Und das dachte ich wohl auch, Drew Paris hält ja einfach mal drauf. Aber so richtig zwingend war das denn leider nicht, was der EC Bad Nauheim da zu mir gebracht hat in diesem letzten Abschnitt. Und Kaufbeuren, sie kämpften ordentlich und bekamen hier nach diesem Check von Tim May an Gregor Stein eine Gelegenheit. Sie hatten ein Spiel schon auf der Strafbank, zumindest nicht Unterzahl zu spielen, sondern 4 gegen 4. Und vor allem auch das Bulli auf der anderen Seite dieser Strafzeit gegen Tim May. Und dann geht das ganz schnell. Quiet zieht ab. Der sitzt genau. Wieder Anschluss, 5:4. Und da waren noch gut 15 Minuten zu spielen. Also Zeit genug für Kaufbeuren. Wieder ein Bulli. Wir sind schon in der Schlussphase des Spiels. Und Daniel Opolzer im Fallen ausgerechnet. Der Oppi macht den Ausgleich. In der 57. Spielminute das 5:5. Das war nicht nur für möglich gehalten, aber das hatten sie sich verdient, die Bayern. Sie kämpften, sie racketten und sie setzten das um, was ihr Trainer von ihnen verlangte. Und nach 60 Minuten ein gelbes Pfeifkonzert im Kölner Nationalstadion. Natürlich, alle hatten sich mehr erhofft. Alle wollten diese drei Pflichtzähler im Kampf um die Playoffs. Nun steht es also 5:5 und es geht in die Overtime. Da wird er mit 4 gegen 4 Mann gespielt und da musste gleich mal Burica gegen Menge zur Stelle sein, aber auch auf der Gegenseite Möglichkeiten hatten, beide das Spiel zu gewinnen. Und man weiß, wenn der Tote einen Fehler macht, dann geht man als Verlierer vom Eis. Also hin und her ging's. Beide Goalies hier im Brennpunkt. Nochmal ein kleines Techtelmechtel, Mike Blankert und Heider bekommen beide zwei Strafminuten. Hat keine großen Auswirkungen, geht 4 gegen 4 weiter. Und Jan Burica nach diesem Schuss von Menge mit der Fangern zur Stelle. Dann den Ringbold. Als Aufbauspieler, so wie wir ihn kennen, zieht wieder in die Mitte. Rebound. Und der Siegtreffer. 6:5 nach Verlängerung der Kanadier mit seinem zweiten Tor, mit einem wichtigen Treffer. Er, wie gesagt, einer der Lichtblicke an diesem Abend im Dress der Roten Teufel. Und hier sehr schön über Häkkinen hinweg macht er also den Siegtreffer. Zumindest zwei Zähler mitgenommen. Ganz wichtig, nun punktgleich mit Landshut. Sie sind auf dem 10. Und am Sonntag geht es nach Dresden. Da konnte man ja schon mal gewinnen. Und nach der Vorstellung wie heute muss man sich da anders präsentieren. Das ist ganz klar. Da muss man 60 Minuten, nicht nur 10 oder 15 gut spielen. Und hoffen wir mal, dass es Punkte daraus gibt. Das nächste Heimspiel nächste Woche, Freitag, am 30. Januar gegen Bietigheim um 19.30 Uhr. Würden wir uns freuen, wenn ihr alle wieder mit dabei seid. Und auch hier bei Timeout dann natürlich reinschaut. Bis dahin, macht's gut und tschüss.